So, jetzt darfst du noch mal. Ich nehme hier. Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Talk wieder mit Live. Ja? Ich finde jetzt meinen Folgenstart besser als dein. Das ist Ansichtssache. Ja, und deine Ansicht ist nun mal, was das angeht. Popo. Ach so. Ja, vielleicht hast du recht, aber meine Ansicht gefällt mir trotzdem besser. Nächste Frage. Nur noch in Fragen sprechen können oder nur noch in Filmzitaten sprechen können? So. Haben wir schon durchgekaut? Kommt drauf an. Wenn ich jeden Film der Welt zur Auswahl hätte, könnte ich auch wahrscheinlich jeden Satz sagen, also Filmzitate. Wenn ich nur die Filme benutzen dürfte, die ich auch im Kopf habe, Fragen, ja, oder die, ist dann halt oder, so schlimm. Oder die man gesehen hat oder sowas. Ja. Ja, also ich meine, wenn man nur in Fragen, ich meine, ich habe Hunger, dürfte ich etwas essen oder so, sagst du dann? Das ist halt auch Käse, ne? Mhm. Deshalb, Naja, je nachdem. Manchmal ist es Käse, manchmal auch Wurst. Oh! Nee, also, ja, ich sehe das genauso. Also, wenn ich alle Filme halt quasi zur Auswahl hätte und innerhalb von Bruchteil einer Sekunde ich halt irgendwie die passende Vorlage oder mehrere oder was auch immer vorgelegt bekomme oder ein Roboter in mir das irgendwie auswählt oder irgendwie sowas, ja, dann Filmzitate, weil dann könnte man, wie du gesagt hast, eigentlich jeden Satz sagen. Ja. Nächste Frage. Ah, shit, keine Bestzeit, shit. In einem Saw-Film sterben oder einem Final Destination-Film sterben? Ich gehe zu Weiß 14 übrigens. Ja, gehe ich auch gleich mal weiter. Ich bin jetzt gerade in 11 gelandet. Ja. In einem Saw-Film oder in einem Final Destination-Film? Ich muss ehrlich sagen, ich passe bei der Frage, weil ich habe keine der beiden Filme rein gesehen. Ja, gut, da bin ich natürlich minimal im Vorteil. Ich befürchte, ich würde sagen Final Destination, weil es dann auch die Möglichkeit gibt, dass du nicht grausam stirbst, sondern einfach ganz schnell. Ach so, bei Saw stirbst du immer grausam. Bei Final Destination könnte es doch sein, dass dir einfach der Kopf abgehackt wird. Im Final Destination kann es sein, dass du ausrutscht und dir fällt ein Klavier auf den Kopf und du bist tot. Ganz genau so, ja. Alles Wenn klar. du allerdings eine hässliche Frau bist, verbrennst du halt im Solarium. Ach so, wenn ich eine hässliche Frau bin, dann verbrenne ich. Und weißt du, wenn ich eine hübsche Frau bin? Dann auch. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann verbrenne ich auch im Solarium. Ach so, ja, okay. Okay, nächste Frage. In einer kommunistischen Gesellschaft leben oder in einer kapitalistischen? Ich kenne mich. Und ich weiß, was für ein dreckiges Stück Faulheit ich bin. Ja. Also kommunistisch. Okay. Fick die Scheiße, vergiss das, was ich gesagt habe. Ja, schön. Also ich fände es ganz schön, wenn Privateigentum Privateigentum bleibt. Deshalb gehe ich mit dem Kapitalismus. Ja. Das wäre dann auch so mein springender Punkt, ja, gewesen. Auf einmal gehört dein Haus dann auf einmal der Stadt, ja? Hallo? Der Kirchengemeinschaft gehört dann auf einmal dein Haus oder so. Dann kommen die an. Ja, ich möchte jetzt hier auch wohnen. Wie? Sie hier? Okay. Schach oder Poker? Poker. Weil ich in Poker besser bin als in Schach. Muss ich sagen, bei mir eher andersrum. Ich bin im Schach wahrscheinlich deutlich besser als Poker, weil ich Poker einfach nur so zweimal in meinem Leben gespielt habe. Das noch, als ich kleiner war. Weil mein Cousin mir das beibringen wollte. Ein Schachspiel. Wie darf ich das verstehen? Hat er es nicht hinbekommen, weil du zu dumm warst, oder? Ja. Das kann man. Nein, wir haben, weiß ich, da war ich 11 oder 12 oder sowas, keine Ahnung. Ja gut, in dem Alter habe ich Skat gelernt. Skat kann ich auch. Nice. Und beziehungsweise zumindest konnte ich es mal. Wenn du mir sagst, wie es geht, dann werde ich es auch wieder können, aber. Ich fahre übrigens. Nein, ich fahre kein. 3 Wochen später. Stille. Ich hasse mein Leben. Ich war 300stel vor meiner Bestzeit und springe so schief ab, dass ich
außerhalb der Map gelandet bin. So eine Kacke, ey. Bin ich so gut gefahren, ne? Und dann kommt so eine Rotze da. Oh Gott. Weißt du das? Ja, also ich habe ein Schachspiel zu Hause. Ich habe früher mit meiner Oma Schach gespielt, regelmäßig. Ich will jetzt nicht sagen natürlich, aber habe jedes Mal gewonnen. Also ich habe natürlich jedes Mal gewonnen. Meine Oma habe ich früher sehr viel Kanasta gespielt. Das war auch immer ganz witzig. Was? Das geht in die Richtung von... Laster, ist das Laster-Simulator? Nee. Am PC. Rommi, ja. Rommi geht's in die Richtung. Interessant. Also ich habe früher Schach gespielt. Ich habe auch mal neulich wieder gegen Joram Schach gespielt. Was heißt neulich? Ist ein Jahr her. Also nicht ganz ein Jahr. Ein Jahr her oder war es letztes Jahr? Nein, es war letztes Jahr und es ist nicht ganz ein Jahr her. Sagen wir so. Oh. Da habe ich gegen Joram gespielt und er hatte mich eigentlich so weit, dass er, dass ich halt in Bedrängnis war und er mich innerhalb von ein oder zwei Zügen halt Schachmatt hätte setzen können. Aber er hat es nicht getutet, getan. Getutet, genau. Er hat es nicht getutet. Hat halt ein bisschen mich, ich sag mal, zappeln lassen. Was ist passiert? Ich habe mich befreit, habe ihn in Bedrängnis gesetzt und habe gewonnen. Ja, so macht man das. Die Map kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich bin gerade aus A15 raus und habe A15 gestartet. Alles klar. Nichts wird bewegen. Boah, was schreibt mir denn jetzt Anthony? Bock auf Wettkampf? Nein, kann gerade nicht. Die Fresse hier. Einen Monat lang in einem U-Boot leben oder einen Monat in einer Raumstation leben? Raumstation, weil ich da nicht klaustrophobiere. Ich will auch sagen, ohne Klaustrophobie zu haben. Alles klar. Das ist ein Quotenschwarzer. Ja. Haben wir neulich in Religion gelernt, ja. Jede Sendung hat die Quotenschwarzen, ja. Ich frage mich also, wann der Bachelor wann der Bachelor mal schwarz ist. Weil es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Quote halt eintrifft. Ja. Ja. Wenn es halt 10% schwarze heißt, dann müsste ja spätestens, also im Schnitt jeder 10. Bachelor halt schwarz sein. Und den nennt man dann Quotenschwarzer, was zum Glück überhaupt nicht rassistisch ist. Aber ich würde auch sagen Raumstation, weil im U-Boot ist es halt übelst eng. Also wer schon mal ein U-Boot halt besichtigt hat, und das habe ich schon mehrere Male, der weiß halt, dass es verdammt eng in diesem fucking U-Boot ist, dass die sich halt Ewigkeiten lang nur von ihrem scheiß Dosenfutter, was sie da halt gelagert haben, ernähren. Und das Bett ist halt so klein, dass da gerade mal ein Bein von Leif drauf passt, so ungefähr, ja. Oder halt seine Nase. Ja, je nachdem, was gerade wichtiger ist. Genau. Ja, ich glaube in der Raumstation, ich glaube nicht, dass sie da übermäßig viel Platz haben. Aber du hängst dich in die Wand rein, um zu schlafen, weil geht nicht anders. Weil man keine Betten hat. Ja. Ich denke, es ist ein bisschen bequemer. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die da kochen oder sowas. Also wahrscheinlich ist es auch da Dosenfutter. Also es ist deutlich reichhaltiger als in einem U-Boot, weil du einfach viel mehr Platz hast, um das ganze Zeug zu lagern. Ja, und die Aussichten sind natürlich ein bisschen besser. Das stimmt. Also ich gucke halt lieber von so einer Raumstation runter auf die Erde, als in so einem verkackten... Ja, du, das mache ich alle 30 Sekunden so ungefähr. Als halt in so einem verkackten U-Boot zu sehen und zu sitzen und halt nichts zu sehen. Ja. Jetzt hör auf, in dein scheiß Mikro zu atmen, ey. Jetzt sind wir hier bei der nächsten Frage. Etwas Gutes tun und keine Anerkennung erhalten oder nie etwas Gutes tun, aber trotzdem Ansehen genießen. Ich habe ihr die Tür aufgehalten und ehe sie sich bedankt hat, habe ich Dankeschön gesagt. Ach so. Ja. Kein Witz. Und ich habe, wie gesagt, erstmal meine Schrittgeschwindigkeit verdoppelt. Ja, ganz schnell so weg. Das war in dem Moment so peinlich und jetzt kann ich halt drüber lachen, so. Es war halt irgendwie mega lustig. Ja. Ich niese also auf mein Handy und meine Notiz-App öffnet sich. Also etwas Gutes tun und keine Anerkennung erhalten. Ich würde
Ja, wenn du nix machst, aber halt trotzdem famous oder sowas, ist halt auch irgendwie nicht so schlecht, aber ich denke, man hält automatisch jemandem die Tür auf. Deshalb lässt sich das nicht vermeiden und wenn man dafür dann halt kein Ansehen bekommt, ist das halb so wild. Halb so wild. Na, kommt halt darauf an, was du wenn du machst, wenn du dir viel Mühe gibst oder so. Ich find's halt auch schon kacke, wenn du den Leuten halt die Tür aufhältst und sie sich nicht bedanken. Das finde ich halt auch schon irgendwie ein bisschen assi. Um ehrlich zu sein. Reicht ein freundliches Lächeln, was das angeht, aber. Ja, oder wenn ihr einfach nur vorbeigehen, ist halt nicken oder ja, einfach der Blick, halt. Der Blickkontakt oder. Aber wenn es halt so gar nichts von dem ist, dann finde ich das ziemlich unhöflich. 28 Hundertstel im Plus live. Nice. Das könnte was Gutes werden, wenn ich jetzt richtig aufkomme. Ich mach ein Salto, ich lande auf dem Kopf. Nein. Alles klar. Naja. Jetzt bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Haut rein, ciao.